keiner bestellt für mehr als 5 Mäuse. Das ist ein Diner. Alles kostet mehr als 5 Mäuse. Und kein Dessert, Mann. Ich will jetzt draußen mir einen Gegner suchen. Warte nur noch auf die Info bezüglich Location. Ich bin dafür, wir fahren zurück in den Club. Du musst mitkommen. Warum? Die Straßen sind gut und die Nacht ist jung. Ich fahre Rennen heute Nacht. Nee, ich fahre zurück zur Werkstatt. Willst du nicht mitkommen? Wir machen dir ein bisschen Platz. Sie putzt dich fein raus, Bro. Eifersüchtig, Spikey? Ja, so wie auf die Leute, die sich ans Tempolimit halten. Hat jemand Travis gesehen? Oh ja, er musste jemanden treffen. Da kann man nichts machen. Magnus Walker ist in der Stadt. Habt ihr ihn mit Travis gesehen im Club? Oh, deshalb hat Spike es so eilig. Er hat noch ein Date. Ein Date mit dem Schicksal, Mann. Heute geht's ab. Und du kannst uns zeigen, was du so drauf hast, ja? Ja, Mann. So, nach diesem kurzen Abstecher in den Diner. Wenn ihr euch erinnert, wir haben in der letzten Folge, sind wir ja damit geendet, dass wir auf dem Weg zum Diner waren. Und die Szene haben wir jetzt gerade gesehen. Gestern die Folge kam relativ spät, was einfach daran lag, dass das Ganze mit dem Hochladen immer ein bisschen dauert. Und die Testversion, beziehungsweise die Testvollversion relativ spät kam oder freigeschaltet wurde. Ich hab's vergessen, da waren komische Geräusche an deinem Wagen. Oder vielleicht war es der von Spike. Es war der von Spike. Was soll's? Ich bin in der Garage. Komm vorbei, kannst hier ein bisschen schrauben. Okay? Bis später, Amigo. Woran kann ich schrauben, lieber Amigo? Boom, chicka, wow, wow. Knick, knack, liebe Freunde. Ja, also wie gesagt, das Ganze hat sich einfach ein bisschen verzögert und hat länger gedauert, als ich eigentlich dachte. Und deswegen kam das Video gestern sehr, sehr spät. Heute wird es wahrscheinlich sogar 2 Videos geben. Ich werde mal ein bisschen mehr raushauen. Ich habe da vielleicht Lust drauf. Ich finde, die Folgen sind ja relativ kurz und dann kann ich euch auch ein bisschen mehr bieten. Und wenn ihr Bock drauf habt, einfach ein bisschen mehr am Stück zu sehen, dann habt ihr direkt 2 Folgen in der Playlist, die ihr quasi back-to-back raushauen könnt. Und für mich ist das Hochladen einfach einfacher, wenn die Folgen kleiner sind. Gut, wir sind unterwegs und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist so ein bisschen die Grafik, denn ich weiß natürlich nicht, wie gut es im Video rüberkommt nach dem Encodieren auf YouTube. Tatsächlich, die Automodelle sehen ziemlich gut aus. Was so ein bisschen manchmal leidet, finde ich, ist so ein bisschen die Umwelt. Also man hat so das Gefühl, dass schon das Drumherum so ein bisschen ausblurrt an einigen Stellen. Das wir wahrscheinlich machen müssen, weil hier eine riesige Welt nun mal simuliert wird, die auch noch online ist. Also das heißt, das ist übrigens unglaublich absurd in meinen Augen. Du kannst die Karriere nicht starten, wenn du keine Internetverbindung hast. Also Need for Speed braucht wirklich eine permanente Online-Verbindung. Vielleicht kommt da noch ein Patch, der das behebt, aber ich hatte mir diese Testvollversion halt runtergeladen über EA Access und die Server waren down und ich konnte keine Karriere starten. Das hat mich so aufgeregt. Verstehe nicht, warum sowas sein muss heutzutage, aber naja, always on, immer ein großes Thema und zumindest ist der Vorteil da, dass wir andere Spieler in der Spielwelt haben. Also es gab ja mal diesen Need for Speed World Ansatz und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist EAs, Grund oder EAs Versuch vielleicht, dieses Konzept hier wieder aufzugreifen, irgendwie so. Und wenn es natürlich zum Spiel passt, dann einfach zu so einem Underground-artigen Spiel. So, Zerstörung gibt uns 120 Raps. Das finde ich schon mal ganz gut, um ehrlich zu sein. Ihr habt gesehen, hier war ein Punkt zur Garage springen, aber es hat scheinbar nicht ganz geklappt. Oh, warte mal, das transformiert sich hier aber so ein bisschen. Okay, ich verstehe, dass man keine Zerstörungssequenz richtig eingebaut hat, sondern dass es einfach mal so ein Ding anfährt, dass dann einfach so ein zerstörtes Objekt da hängt. Gut, aber gucken wir mal, dass wir zur Garage kommen, mal sehen, dass wir die gute Amy besuchen. Vielleicht hat die uns noch was Gutes zu erzählen, was Upgrades für unseren Wagen betrifft. So, Garage betreten. Ja, komm, diese ganzen aber ich bin ganz froh, dass tatsächlich die Tutorials ein bisschen zurückgeschraubt wurden. Wer jemals das letzte gespielt hat, Need for Speed, das war grausam. Da musste man durch 2 Tutorials für Cops und für Raser durch. Das war grausam. Wirklich, wirklich grausam und hat ewig gedauert. Du musstest es immer und immer wieder spielen. Ich höre dich rumschleichen. Finger weg von meiner Playlist. Ich warne dich. Oh, hey. Travis sagte, du hast ein paar Wagen selbst gebaut und das ist cool. Okay, eine Regel. Du kannst alles benutzen. Kein Ding. Leg's bloß zurück, wo du es her hast. Ansonsten
Tob dich ruhig aus. Oh, oh, das ist mein neues Projekt. Hier. Hör dir den Sound an, Mann! Das hier wird mein Meisterwerk werden. Das kann ich fühlen. Ich will ihn fertig haben, bevor Nakai-san die Stadt verlässt. Lob von einem Künstler wie ihm macht diesen Laden zum Geheimtipp, weißt du? Okay, also das war's. Ich verschwinde. Treff vielleicht Spike. Oh, Travis hat die Wagen umgesetzt und Platz für dich gemacht. Du solltest ihn nehmen, sonst ersetzt er den Schrott mit mehr Schrott. Das ist eine gute Gelegenheit, den Kopf frei zu bekommen. Plane deinen Bau. Lenke deine Vision. Wow, jetzt klinge ich schon wie Travis. Okay, ich gehe. Ich bin raus. Viel Spaß. Vielleicht sehen wir uns noch, ja? Oh, und tu die Sachen zurück. Cool. Bis dann. Ja, yeah, endlich mal wieder eine Brofist. Ach ja, alle Klischees erfüllt. Sehr niedlich, sehr sympathisch. Unsere Mechanikerin Amy, die gefällt mir ganz gut. Also als Charakter hier gesehen. So, okay, wir sind in der Garage und hier können wir Teile abholen, Wagen umbauen. Ja, eigentlich das, was man von Need for Speed natürlich kennt. Also ein bisschen mal von der Underground-Reihe kennt. Das war ja damals die Reihe, die einfach dafür gesorgt hat, dass wir dieses Optik-Tuning machen können. Und hier haben wir Optik-Tuning, wir haben Handling-Tuning, Leistungstuning, Wagen ansehen. Mal gucken mal kurz, können wir uns den Wagen hier... Okay, wir können einmal rumgehen über unseren schönen Subaru. Ach, ist er nicht schön? Ja, und ganz ehrlich, sind wir mal ganz ehrlich, viele von uns haben einfach das... Also nicht jeder hat Underground gemocht, aber diejenigen... die es gemocht haben, die haben es, glaube ich, vergöttert. Und ich gehöre dazu einfach, weil ich einfach diese ganze Optik-Tuning-Sache immer unglaublich mochte, den Wagen so absurd anzupassen. Und es war sicherlich ein Phänomen der Zeit damals, weil das war, glaube ich, so circa in der Zeit, als der erste Fast and Furious rauskam und alle so im Tuning-Wahn waren. Und sicherlich die echten Tuning-Fans sind immer im Tuning-Wahn, aber wo auch wie Normalos gesagt haben, guck mal, solche Wagen mit einer Carbonhaube können schon ziemlich geil aussehen. und ja, das ist natürlich hier auch der Fall und ja, natürlich muss ich dem direkt mal eine andere Haube geben, so Scheibenwerfer und die Sachen. Also hier sehen, einige Sachen schalten sich erst später frei. So, was haben wir hier? Oh, guck mal, wir können den Wagen richtig per Slider tiefer legen. Oh, wie geil ist das denn bitte? Oh, Leute, das ist ja hier Tuning-Porn, möchte ich fast sagen. Boah, lass uns mal die Spurweite ein bisschen erweitern. Warte mal, vorne. Oh, ist schön. Guck mal, wie die Schlappen breiter werden. Eine Sekunde, hinten, die müssen natürlich ein ganzes Stück breiter sein als vorne, damit es besser aussieht, wenn hinten so ein bisschen die Schlappen dicker sind. Oh, herrlich. Ich meine, mach sowas bei deinem echten Auto und du bist eine Menge Kohle los. So, das ist alles noch nicht freigeschaltet. Ja, da müssen wir erst ein bisschen für in den Rängen steigen. Ja, da werde ich wahrscheinlich übrigens auch mal für diejenigen, die nicht die ganze Videoreihe sehen wollen, werde ich vielleicht mal ein Video zum Customize-Feature zeigen, wenn ich so ein bisschen was freigeschaltet habe, also so ein losgelöstes Video. So, Handling-Abstimmung. Wie soll dein Wagen fahren? Nutze die Feinabstimmungsregler, wenn du ein Technik-Freak bist, okay? So, also wir können bestimmen den Reifendruck vorne und hinten, das Lenkverhalten und wir können, und das finde ich sehr interessant, dass wir tatsächlich sagen können, wie soll sich der Wagen steuern? Also soll er eher in Richtung Drift gehen, neutral sein, mehr Grip haben? Das ist natürlich ziemlich geil, weil du dir wirklich spezielle Driftkarren bauen kannst. Also ich weiß... Warte mal. Oh, und wir sehen sogar mit den einzelnen Settings, die ich anpasse, sehen wir, in welche Richtung der Wagen mehr geht. Oh, das ist ja super. Leute, das ist richtig geil. Also das heißt, man kann sich wirklich einen schönen Driftwagen bauen, den in eine Garage stellen. Man kann sich einen Wagen für Straßenrennen bauen, den in eine Garage stellen. Das ist ja mega, das ist ja viel mehr drin, als ich erwartet habe. Ich meine, vergiss was nicht, das ist ein Arcade-Racer. Da erwartet man nicht, dass man große Einstellungen macht. Ich meine, dass man gut hier Teile ausbauen kann oder einbauen kann, die Leistung verbessern. Okay, das gebe ich dem Spiel noch. Aber dass wir so, ja im Grunde genommen, die komplette Leistung des Wagens... Hey. Hier, aber was soll's, oder? Wer bin ich schon neben dem Champ? Komm rüber,
Fahren wir eine Runde, bevor die Cops auftauchen. Peace. Ja, dass man es so intensiv und so im Detail anpassen kann, das ist schon tatsächlich ziemlich geil. Also das haut mich gerade so ein bisschen um. So viel Tiefgang habe ich da nicht erwartet. So, okay, raus aus der Garage und ab zum Rennen. So, schauen wir mal. Gucken wir uns auch mal die Karte an, würde ich sagen, ne? So. Ja, ja, Tutorial-Texte weg. So, ich weiß nicht, ob das alles ist, ob sich ja später noch was freischaltet. Ja, hier können wir Sachen verdienen. Ja, hier sehen wir zum Beispiel übrigens andere Spieler, die unterwegs sind. Ja, ich glaube, bis zu 6 Leute können auf der Map unterwegs sein. Ja, wenn ihr euch jetzt übrigens fragt, warum könnt ihr alle schon spielen? Zauberwort EA Access auf der Xbox One. Gibt's leider nur für One. Dass man, also es ist ein krasses Programm. Ich kann es nur immer wieder erwähnen. Für 5 Euro im Monat kriegt man diesen Zugang zu EAs Vault-Spielen, wo so viel drin ist. Also Dragon Age Inquisition, FIFA aus dem letzten Jahr, Madden aus dem letzten Jahr. Diese ganzen Spiele, die ihr kostenlos, ja, spielen könnt und habt. Und dazu dann einfach, ja, 5 Tage vorheriger Zugang zu Vollversion. So was wie Need for Speed hier, was man bis zu 10 Stunden spielen kann. Ist schon ziemlich cool. Also, Battlefront wird ja das gleiche bekommen. Und ganz ehrlich, es gibt kaum besseres Argument, um sich ein Spiel zu kaufen, als wenn ich vorher schon 10 Stunden reingesteckt habe. Ich weiß nicht, ob ich mir Need for Speed kaufen würde, wenn ich nicht jetzt die Möglichkeit hätte, da 10 Stunden reinzuspielen. Da bin ich ganz ehrlich. Und ich meine, gut, Battlefront werde ich am PC spielen. Aber ich kann es ja trotzdem mal 10 Stunden auf der Xbox ranzocken. Also ganz ehrlich, wenn ihr eine Xbox One habt, denkt mal drüber nach. So, 3,5 Kilometer bis zum Ziel, ja. Leider noch kein Nitro, dass wir so ein bisschen auf die Tube drücken können. So, Cops. Oh, es gibt Cops auch. Das ist natürlich sehr schön. Warte mal, habe ich einen Cop hinter mir? Das sieht fast so aus, ne? Ich sehe da hinten... Ah, ne, das sind meine Scheinwerfer. So, wir sehen auch hier, wir kriegen für alles Punkte. Also sauberes Fahren kriegen wir Punkte. Wahrscheinlich auch im Gegenverkehr. Warten wir ab. Mal gucken, wenn ich nah an dem... Ah, schade. So, wir sehen übrigens jetzt auch weitere Spieler sind beigetreten. Also... Das ist natürlich ganz cool. Ist natürlich die Frage, ob 6 Leute für so eine Map dann wirklich reichen, um die richtig zu... Ja, eine richtige Population zu schaffen. Aber der Soundtrack ist aber auch, ne? Ums, 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 ums. Warte mal, da vorne ist so eine Kamera. Was bedeutet die denn? Oh, ich vermute, das ist unterhalb der Brücke. Ja, dummerweise. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie runterkomme. Oh, ich fahre falsch. Gut zu wissen, dass ich falsch war. Sekunde, führt er mich in den Gegenverkehr? Kann nicht sein. Führt er mich in den Gegenverkehr? Also ich meine, ich habe schon viel bei solchen Navigationsgeräten in Spielen erlebt. Aber in der Regel führt ein Navigationsgerät dann immer so, dass man nicht in den Gegenverkehr muss. Und wir fahren hier wirklich in den Gegenverkehr gerade. Na gut. Ja, wenn Siri sagt, fahr in den Gegenverkehr, dann fahren wir in den Gegenverkehr. Alles, was Siri halt so will. So, darum. So, noch 600 Meter, das kriegen wir gerade so hin. Dann ab ins nächste Rennen. Haben wir noch nicht viel gesehen. Ich meine, gut, wir haben ein paar Zwischensequenzen gesehen, aber... Oh, auch Drift haben wir hier bekommen. 72 Reps, ja, ist nicht so super viel. Ja, an das Driften muss ich mich noch gewöhnen, aber oh, da braucht man natürlich auch einen Wagen, der aufs Driften ausgelegt ist. Der hier ist ja aus einer Mischung aus Grip und, ja, Driften ausgelegt, also eine neutrale Stellung, möchte ich fast sagen. Oh, ich muss auch noch wenden, mein Gott. Ey, wir müssen übrigens mal testen, ob wir tanken müssen. So, okay. Ein Rundenrennen ist es. Ja, das kriegen wir hin. Ich fahre das Rundrennen mit Spike. Na, schauen wir mal, was der gute Spike so drauf hat. So, oh, wir kriegen einen Anruf von Amy. Bitte, mich, bitte. Ich krieg einen Koller. Oder hab ihn schon. Oder krieg ihr noch. Tut mir leid, ich schweife ab. Ich muss einfach raus. Treffen wir uns? Ein Nein gilt nicht. Komm lieber vorbei. Ist das ein Booty Call oder wie soll ich das deuten, liebe Amy? Ja, Amy, ist gerade ein bisschen schlecht. Ich bin mitten in einem Rennen. Aber wenn ich fertig bin, mach ich mich auf den Weg zu dir. Ich lass dich doch nicht hängen, Mädel.
Du bist von diesem ganzen Haufen noch diejenige, die echt am sympathischsten ist. Ich glaube, das sind Mechaniker immer in solchen Filmen und Spielen. So, vorbei an Spike. So, jetzt lassen wir uns mal überraschen, wie die Gummiband-KI funktioniert. Ob die sich direkt an mir wieder vorbeizieht. Kaum sag ich's, ist Spike schon wieder direkt da. Kann ich dir vielleicht ein bisschen abdrängen? Nee, oh, hier geht's rum. Ja, es ist immer schon das Problem bei Need for Speed-Spielen, wenn man sie wieder vorbeizieht. Gummiband-KI bedeutet natürlich, ist eine KI einfach, die wegzieht, die einen rankommen lässt. Das heißt, wenn ich jetzt stehen bleiben würde und hier 2 Minuten warten würde, würde die KI mich trotzdem wieder rankommen lassen. Und genauso habe ich eigentlich keine echte Chance, wirklich wegzukommen. Ist immer so eine, ich sag fast, billige Art von KI. Oder um eine billige Art, um zu versuchen, Competition zu schaffen. Du wirst, ne, ohne Tasche keine Competition, Freunde. Ist mal so eine Sache, aber... Naja, bei Need for Speed hat man sich mittlerweile dran gewöhnt. Oh, da ist ein riesiges Stadion im Hintergrund. So, Runde 2. So, Hälfte der Checkpoints ist geschafft. Sogar mehr als die Hälfte schon. Oh. Oh boy. Wenn man sieht jetzt hier, wie der Spike plötzlich... Wobei, kann natürlich auch sein, dass er einen besseren Wagen hat, aber... Also, wie er gerade abzieht, das wirkt schon so ein bisschen. Oder viel von dem, was ich bisher gesehen habe, wirkt einfach nach Gummiband-KI. Aber hey, es muss nicht immer was Schlechtes sein. Wie gesagt, wenn es kompetitiv ist, dann kann ich damit definitiv leben. So, jetzt gleich können wir wieder aufholen. Oh, hier um die Ecke. Na, ist nicht mehr so super weit. So, ich krieg dich, Buddy. Da gerade ein Product Placement meinen Weg gekreuzt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Das war ein Hot Wheels Fahrzeug. Das war das letzte, was sich vor meinen Augen eingebrannt hat. Dieser Hot Wheels Schriftzug. Ja. So viel zu, wir können das Rennen gewinnen. Na gut, man kann hier das Rennen gewinnen, aber wie wir sehen, ja gut, Spike gewinnt das Rennen natürlich, aber wir sind trotzdem wieder, wenn man bedenkt, dass wir einen Totalschaden hatten und komplett neu den Motor starten mussten, sind wir doch ganz gut wieder rangekommen. Ja, fast 3 Minuten, 500 von diesen Rangdingern. Ja, ist okay, ne? Wir machen hier einen Cut und wahrscheinlich werdet ihr heute direkt im Anschluss jetzt schon die nächste Folge finden. Also klickt euch doch einfach rein und es geht dann weiter.